Wir haben in der letzten Katechismuspredigt das erschreckende Phänomen betrachtet, dass es einen vergeblichen Glauben gibt. Da, wo der Glaube nur ein äußerlicher Gehorsam ist, ohne wirklich eine Veränderung im Inneren. Da, wo der Glaube nur ein Scheinglaube ist, der kurz einmal so aufleuchtet und so ganz echt wirkt und doch im Nu wieder verglüht und sich erweist als bloß ein falscher Glaube. Oder wo der Glaube bloß eine kurze Freude ist, aber man merkt, das Vertrauen war auf ganz falsche Dinge gerichtet. Der Glaube bestand nur aufgrund von dem Phänomen, dass man Wunder gesehen hat oder aufgrund eines Wunsches nach schnellem Erfolg oder Heilung oder irgendwelche anderen Dinge, sodass der Glaube sich gar nicht als echt erweist. Es gibt einen vergeblichen Glauben. Ein Glaube, der nicht wirklich das Vertrauen auf den Herrn ist. Es gibt Menschen, die hoffen darauf, ewiges Leben im Himmelreich zu finden. Doch in ihrem Leben zeigt sich weder wahrer Glaube im Vertrauen auf Christus und sein Werk am Kreuz, noch irgendeine beständige Heiligung. Und das Wort Gottes ist sehr deutlich. Das Beharren im Glauben und in der Heiligung ist absolut notwendig, um gerettet zu werden. Und das ist eines der deutlichsten Kennzeichen für einen vergeblichen Glauben und einem wahren oder lebendigen Glauben. Doch bedeutet dies, wir könnten eigentlich keine Heilsgewissheit haben? Weil wir immer befürchten müssen, in unserem Glauben und in unserer Heiligung nicht zu beharren? Kann ich keine Heilsgewissheit haben, weil ich nicht weiß, ob mein Glaube morgen noch besteht? Ob ich auch übermorgen noch in Heiligung nacheifere? Nun, es gibt die Heilsgewissheit für die Christen. Wegen der Heilssicherheit für die wahrhaft Gläubigen. Ich kann mir meines Heils gewiss sein, wenn ich weiß, was mein Heil absichert. Eines der reichhaltigsten Kapitel zum Thema Heilssicherheit finden wir im Römerbrief Kapitel 8. Hier heißt es schon im ersten Vers, Römerbrief Kapitel 8, Vers 1. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Keine Verdammnis. Das heißt Heilssicherheit. Und wir können sagen, der Apostel gibt uns im gesamten Kapitel lauter Gründe und Mittel dafür, dass ein Christ sich seines Heils gewiss und sicher sein darf. Doch es ist weniger eine Betrachtung von uns selbst. Sind wir gut genug? Tun wir genug von dem, was wir leisten? Oder ob wir irgendwie den Maßstab erreichen, sondern der Glaube, der sich seines Heils sicher sein kann, ist ein Glaube, der nicht auf sich selbst schaut, sondern auf Gott und sein Werk vertraut. Der erkennt, wer Gott ist und was er tut. Und darum ist die 93. Frage in unserem baptistischen Katechismus so kostbar, so trostreich, ermutigend und stärkend. In der 93. Frage heißt es in unserem kleinen Katechismus, wer wird schließlich im Glauben und in der Heiligung bis ans Ende beharren und errettet werden? Die Antwort lautet, alle wahren Gläubigen werden aufgrund von Gottes ewigem Ratschluss und seiner unveränderlichen Liebe Christi Fürsprache und dem ihnen innewohnenden Geist und Wort Gottes durch die Macht Gottes bewahrt und mit jeder geistlichen Segnung in Christus zugerüstet. Deshalb werden sie ganz sicher im Glauben und in der Heiligung bis ans Ende beharren und errettet werden. Was für eine Aufzählung! Hättest du diese Gründe so zusammenbringen können? Wenn jemand dich fragt, warum bist du dir deines Heils gewiss?
Nun, die Bibel, sie bringt diese Gründe zusammen. Und das ist ein kostbarer Trost, solch ein Schatz an Ermutigung. Jeder einzelne Punkt würde eigentlich eine Predigt verdienen. Aber ich vertraue darauf, dass es uns heute Nachmittag nützlich ist, genau dieses Zusammenspiel, diese geballte Kraft zu betrachten, mit der Gott selbst die Erlösung der Christen sicherstellt. So dass wir allein schon bei dieser überwältigenden Summe an Faktoren, die hier zusammenkommen, die alle mit dazu beitragen, das Heil der Christen zu sichern, dass es uns eine Gewissheit des Heils gibt und eine echte Ehrfurcht und ein Staunen, ja, eine Anbetung unseres Rettergottes. Um es ein wenig zu sortieren, ordnen wir es in Ursachen und Mittel ein. Ursachen und Mittel. Wir finden zwei Ursachen, warum Christen im Glauben und in der Heiligung bis ans Ende beharren und errettet werden. Und auf Grundlage dieser Ursachen gebraucht Gott fünf Mittel, um sein Ziel sicherzustellen. Für jeden dieser Punkte können wir uns auf einen Vers in Römer 8 beziehen. Und teilweise werde ich noch ein paar andere Texte aus dem Neuen Testament hinzufügen zur Unterstreichung oder um die Aussagen zu konkretisieren. Erstens, die Ursachen. Gottes ewiger Ratschluss. Die erste und höchste Ursache dafür, dass auch nur irgendein Sünder im Glauben und in der Heiligung beharrt und errettet wird, anstatt wegen seiner eigenen Schuld die ewige Verdammnis zu erleben, ist der ewige Ratschluss Gottes. Und diese Lehre ist selbst für einige Christen ein schwieriges Thema. Dass Gott vorherbestimmt hat, schon vor Grundlegung der Welt, wer errettet werden soll, dass er einen Plan hat, der sogar mit einschließt, das Heil der Erwählten. Denn für einige Christen ist dieser Ratschluss Gottes irgendwie hart und unverständlich und sie versuchen irgendwie ein anderes Konzept daraus zu machen, dass es vielleicht nur eine Art theoretischer Ratschluss ist oder sozusagen nur die Weise, wie der Heilsplan funktioniert, aber nicht eine persönliche Bestimmung, eine persönliche Erwählung einschließt. Doch Freunde, für uns ist es der größte Trost. Der größte Trost. Und ja, ohne den Ratschluss Gottes zu verstehen, gibt es keine Heilsgewissheit. Weil es keine Heilssicherheit gibt. Ohne den Ratschluss Gottes. Und deswegen ist diese Lehre, die zugegeben für unser menschliches Denken, für unsere Logik manchmal ja über unseren Verstand geht. Es ist der Grund unseres Trostes, der Grund unserer Zuversicht, unserer Sicherheit, dass Gott vor Grundlegung der Welt geplant hat, einen Ratschluss gefasst hat, einen Vorsatz gesetzt hat, den er erfüllt. Und unser Heil ist darin eingeschlossen. Römer 8, Vers 28 bis 30. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. William Perkins, man kann sagen, der Gründer der puritanischen Bewegung, er nennt es die goldene Kette der Errettung. Von der Vorherbestimmung bis zur Verherrlichung. Es ist eingefasst in dem Ratschluss Gottes. Und darin finden wir die Sicherheit, dass eins in das andere greift. Die Vorherbestimmung, die Berufung in der Zeit, die Rechtfertigung und die Verherrlichung. Es gibt eine direkte Verbindung zwischen dem Vorsatz und der
oder der Vorherbestimmung Gottes und der letztendlichen Verherrlichung der Gläubigen. In Titus 1 erklärt Paulus, dass sein Dienst ausgerichtet ist auf den Glauben der Auserwählten Gottes. Es ist die freie, bedingungslose, gnädige Auserwählung im ewigen Ratschluss Gottes, aufgrund derer jeder einzelne Gläubige, der errettet wird, im Glauben ausharrt und das ewige Leben erlangt. Gott ist es, der unser Heil sichert. Und mit dem ewigen Ratschluss Gottes geht seine unveränderliche Liebe einher. Gottes unveränderliche Liebe, das ist die zweite Ursache. Paulus gebraucht in Vers 29 die Formulierung, die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt. Und mit erkannt ist nicht nur, er wusste irgendwie, dass du als Person existieren wirst, sondern es ist nicht nur so ein technisches oder ein formales Wissen, sondern Gott hat seine Liebe auf die gerichtet, die er zum Heil bestimmt hat. Erkannt heißt, bereits in Liebe erkannt, in Liebe bestimmt. Aber sicher kennen viele von euch auch diesen Schmerz, wenn ein guter Freund, mit dem ihr herzlich verbunden wart, sich auf einmal abwendet. Du dachtest, nichts kann euch jemals trennen. Ihr habt so viel gemeinsam durchgemacht. Aber dann ist es auf einmal, als wäret ihr nie befreundet gewesen. Er kehrt euch den Rücken zu. Nun, bei Gott ist es nicht so. Die Liebe, mit der er die Menschen zum Heil erwählt hat, die bleibt unveränderlich. Gott ist nicht launisch. Gottes Liebe ist beständig. Römer 8, Vers 35. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis? Oder Angst? Oder Verfolgung? Oder Hungersnot? Oder Blöße? Oder Gefahr? Oder Schwert? Vers 39, weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf wird uns scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Würde Gott seine Meinung ändern, dann wäre unser Heil unsicher. Aber seine Liebe ändert sich nicht. Darum bleibt auch sein Ratschluss bestehen. Gott hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Epheser 2. Nun fragst du dich vielleicht, was ist, wenn der Mensch zwar Gott liebt, aber Gott ihn nicht liebt und darum nie bestimmt hat zum Heil? Nun, das ist unmöglich. Aber das ist sozusagen, was bei vielen Menschen aufkommt, wenn sie über den Ratschluss Gottes nachdenken. Ach ja, was ist denn, wenn ich eigentlich den Herrn lieb habe und gerettet werden möchte und plötzlich hinterher sehe, na gut, aber er hat mich halt nicht geliebt, er hat mich halt nicht auserwählt, deswegen gehe ich verloren. Nun, das ist unmöglich. Paulus weiß, wir lieben Gott, weil er uns zuerst geliebt hat. Die Liebe, die wir zu Gott aufbringen können, ist erst eine Antwort, eine Reaktion auf die Liebe Gottes. Heute Morgen haben wir gelernt, Liebe kommt von Gott. Und auch hier in Vers 28 heißt es, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Wer ist es denn? Wer sind denn die, die Gott lieben? Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Diejenigen, die Gott lieben, sind die, die Gott selbst erkannt hat nach seinem Vorsatz. Er hat seine Liebe bereits auf sie gerichtet, sodass sie Gott lieben. Paulus weiß, ja, wir lieben Gott, weil er uns geliebt hat. Gottes Ratschluss und seine Liebe, das sind die Ursachen oder Grundlagen all unserer Heilssicherheit. Und wir müssen uns dessen bewusst werden. Und ja, wenn uns das genommen wird, wenn wir denken, okay, jetzt liebt Gott mich vielleicht gerade, weil mir geht's gut, die Umstände sind schön, ich habe das Gefühl, dass Gott mir nahe ist, jetzt liebt Gott mich und dann begehe ich eine Sünde und falle in einer Versuchung und plötzlich denke ich, jetzt liebt Gott mich nicht mehr.
Und es kommen die Zweifel. Wie soll ich je gerettet werden? Und ich schaue auf meine Kraft und auf meine Heiligung und denke, ach, das wird alles nicht reichen, um vor Gott zu bestehen. Aber was für ein Trost, einfach zu wissen, Gott hat einen Ratschluss gefasst und Gottes Liebe ist beständig und ewig. Und das ist die Grundlage aller Heilssicherheit. Doch Gott gebraucht auch Mittel, mit denen er seinen Ratschluss ausführt und seine Liebe zu uns erhält und bestätigt und so Sorge trägt, dass die, die er zum Heil bestimmt hat und auf die er seine Liebe unveränderlich gerichtet hat, dass sie auch tatsächlich solche sind, die im Glauben beharren und in der Heiligung. Also, dass sie sich als wahre Christen, als wahre Gläubige zeigen, die eben nicht einfach leben wie der Teufel und Gott sagt, ja, aber ich hatte dich halt ausgesucht und ich habe dich halt trotzdem irgendwie gern, deswegen kommst du in den Himmel, sondern er gebraucht Mittel, um seinen Ratschluss auszuführen in Liebe, so dass die Erwählten auch im Glauben, also im Vertrauen auf den Herrn und in der Heiligung beharren bis ans Ende. Was sind die Mittel? Zum einen die Fürsprache Christi im Himmel. Römer 8, Vers 34. Wer ist der Verdamme? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja, noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Jesus, der Sohn Gottes selbst, er tritt für uns ein. Er ist für uns gestorben, als unser Stellvertreter. Er ist auferweckt von den Toten, er hat den Tod besiegt. Er hat also vollkommene und gültige Sühnung für unsere Schuld vollbracht, sodass das Gesetz uns nicht mehr verdammen kann. Er sitzt nun zur Rechten Gottes. Weil er unser Stellvertreter ist, haben wir beständig jemanden direkt in der Gegenwart des Vaters, vor dem Angesicht des Vaters, der garantiert, dass unsere Sünde abgetragen ist, dass alles vollkommen bezahlt ist, dass uns nichts trennen darf von der Liebe Gottes. Wir finden außerdem schon in der Zeit von Jesu Dienst auf Erden, dass er Simon Petrus kurz vor einer heftigen Versuchung des Teufels verspricht, in Lukas 22, Vers 32, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und deswegen kann er sagen, wenn du also umkehrst, stärke deine Brüder. Jesus, er betet für die Seinen, dass ihr Glaube nicht aufhört. Und jetzt betet er nicht nur, als er auf der Erde war, sondern er vertritt beständig die Seinen im Himmel vor dem Thron des Vaters und betet, dass dein Glaube nicht aufhöre. In aller Versuchung, in aller Not. Manche Berufsgruppen oder Bewegungen haben sogenannte Lobbyisten, also Leute, die einen direkten Kontakt zu Politikern pflegen. Und sie versuchen zu überzeugen, dass sie Gesetze oder Rechtsentscheide zugunsten der entsprechenden Berufs- oder Interessengruppen erlassen sollen. Wir haben etwas viel Besseres. In Jesus Christus tritt Gott, der Sohn, selbst für uns ein und sorgt dafür, dass unser Heil bestehen bleibt und wir im Glauben beharren. Er, der zur Rechten Gottes des Vaters sitzt, der herrscht und er tritt für uns ein. Er ist für uns. Oh, was für ein Privileg. Er hält Fürsprache für die Gläubigen und sorgt so, dass unser Glaube nicht aufhört. Und dann der Heilige Geist, der in uns wohnt. Wir haben also Gott, den Sohn, der uns im Himmel vor dem Vater vertritt. Doch stell dir vor, ein Unternehmen schickt einen millionenschweren Satelliten ins Weltall.
ausgestattet mit der modernsten Technik, um ganz neue Galaxien zu erkunden und ganz neue Möglichkeiten auch auf der Erde in der Kommunikation zu bewirken. Und kaum ist der Satellit in der vorgesehenen Umlaufbahn, da verliert die Station auf der Erde den Kontakt zu dem Satelliten. Irgendwie ist der Empfang gestört. Der Satellit ist intakt und funktioniert, aber auf der Erde wird das Signal nicht richtig empfangen. Nun, dann würde der Satellit auch wenig bringen, nicht wahr? Gott hat nicht nur im Sohn einen Fürsprecher vor seinem Angesicht im Himmel, sondern er schenkt uns auch Gott den Geist, die dritte Person der Gottheit, die in dem Gläubigen wohnt, der Wohnung in uns macht, der bei uns ist. Das ist die Garantie, die Bibel nennt es auch den Unterpfand, also eine Anzahlung, die die Erfüllung gewährleistet. Oh, dieser Kontakt wird niemals abbrechen. Gott der Sohn ist im Himmel, Gott der Geist ist hier bei uns. Seht, wir werden ihn niemals verlieren. Diesen Kontakt, diese Verbindung zu Christus, wir werden sie niemals verlieren. Gott hat uns seinen Geist gegeben. Römer 8, Vers 10 und 11. Ist aber Christus in euch, so ist der Leib zwar tot der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Dieser Geist ist die Garantie, dass die Gläubigen am Ende der Tage auferweckt werden zum ewigen Leben. Durch den Geist wohnt Christus selbst in uns. So stark ist die Verbindung zwischen Gott selbst, zwischen dem Sohn und dem Geist, sodass da, wo der Geist wohnt, auch Christus wohnt. Und Paulus erklärt weiter, dass dieser Geist uns auch hilft, selbst Gemeinschaft mit dem Vater auszuführen. Er hilft uns im Gebet, er hilft uns in unserer Schwachheit. Wer den Geist Gottes hat, der darf wissen, dass sein Glauben und seine Heiligung bestehen werden und sie ins ewige Leben geleitet werden. Wir hatten jetzt gerade auch im Galaterbrief vor ein paar Wochen diese Erklärung, dass der Geist in uns die Heiligung bewirkt, weil er gegen das Fleisch kämpft. Der Geist ist die Garantie, dass wir im Glauben und in der Heiligung vorankommen und in Verbindung mit Gott dem Vater und Gott dem Sohn beständig bleiben. Und dann das in uns wohnende Wort Gottes. Der Glaube und die Heiligung bleiben in dem Christen auch durch das Wort Gottes. Das bedeutet, dass sie wissen, was Gott verspricht und darauf vertrauen, dass Gott seine Verheißungen erfüllt. Wie kann denn Glaube bestehen? Glaube hat etwas zu tun mit dem, wem wir glauben und was wir glauben in Bezug auf die Person. Die Christen geben Gott Recht in seinem Urteil über ihre Sünde, aber auch in seiner Verheißung von Gottes Heil in Christus, in seiner Erklärung über dieses Leben, aber auch in der Hoffnung der Zukunft, und das trägt sie hindurch. In Römer 8 wird das Wort nicht ausdrücklich genannt, aber die Hoffnung, die sich auf das Wort Gottes stützt. Römer 8, Vers 24. Denn auf Hoffnung hin sind wir gerettet worden. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung. Denn wer hofft, was er sieht? Die Hoffnung hält sich eben an das, was versprochen ist. Nach biblischem Verständnis bezieht sich Hoffnung nicht irgendwie auf nur eine vage Fantasie, sondern auf einen Zuspruch, auf ein Versprechen. Auch wenn ich es noch nicht sehe, glaube ich daran, und das bringt mir die Hoffnung. Eine Vorerwartung.
Jesus weiß über die Juden, die ihn anklagten, Johannes 5, Vers 38, ihr habt weder jemals seine, also Gottes Stimme, gehört, noch seine Gestalt gesehen und sein Wort habt ihr nicht bleibend in euch, denn dem, den er gesandt hat, dem glaubt ihr nicht. Glaube ist also verbunden damit, dass wir dem Wort Gottes glauben, ja, dass das Wort Gottes beständig in uns ist, sodass wir Christus glauben. Dass wir ihm vertrauen. Wer nicht an Jesus glaubt oder nicht im Glauben beharrt, der hat auch das Wort Gottes und die Hoffnung darauf nicht bleibend in sich. Von den Christen aber sagt Jesus in Johannes 8, 51, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn jemand mein Wort bewahren wird, so wird er den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Das Wort, diese Zusage, das Versprechen des Evangeliums, das ist es, was in uns Hoffnung wirkt und den Glauben aufrecht erhält. Nicht einfach nur irgendwie ein substanzloser Glaube, sondern ich bin mir bewusst, ich bin gewiss, was ich glaube, weil Gott es zugesagt hat. Darum ruft auch Paulus die Kolosser auf, das Wort des Christus wohne reichlich in euch. Der Glaube wird ernährt und erhalten durch das hoffnungsvolle Vertrauen auf die Zusagen Gottes in seinem Wort. Selbst wenn es mir manchmal schlecht ergeht, wenn die Umstände so wenig günstig scheinen, ich vertraue darauf, dass Gott sein Wort hält und dem zusagt. Dieses Wort ist eine Selbstverpflichtung Gottes. Er hat die Rettung nicht nur geplant in seinem Ratschluss und Vorsatz, er hat sie auch bestätigt in seinem Wort, teilweise mit einem Schwur unterstrichen. Um umso größere Gewissheit zu geben, uns Christen, dass er es ist, der unser Heil vollzieht. Und dieses Wort begleitet den Christen und erhält den Glauben und den Willen zur Heiligung. Und dann finden wir, ein weiteres Mittel, die wirksame Macht Gottes. Gott hat in seinem ewigen Ratschluss die Errettung der Christen bestimmt und seine Liebe bleibt unverändert. Doch er sorgt auch in Liebe dafür, dass sein Ratschluss erfüllt wird, indem er jederzeit wirkt und handelt. Gott hat nicht nur alle Dinge erschaffen, er erhält und leitet sie auch. Alle Dinge. Ja, manche stellen sich vor, irgendwie, Gott ist nur so einer, der einmal so den Kreisel in Bewegung gesetzt hat und dann guckt er mal, wie es sich weiterentwickeln wird, aber schreitet nicht mehr ein. Aber der Gott der Bibel, er ist ein Gott, der beständig wirkt und alles in seiner Macht erhält, der Acht gibt, selbst auf die Kleinsten. Wir nennen es die Vorsehung Gottes. Und in seiner Vorsehung erhält Gott die Seinen gegen alle Angriffe, gegen alle Widrigkeiten und Hindernisse. Darum fragt Paulus in Römer 8, 31, was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Wer könnte gegen die Macht Gottes bestehen? Wer könnte seine Erwählten aus seiner Hand rauben? Wer kann den Plan Gottes verhindern, wenn er sich in seiner Macht dafür einsetzt? Wenn Gott auf unserer Seite ist, wenn Gott für uns ist, wer kann es verhindern? Wer kann sich dagegen stellen? Wer will gegen uns antreten? Der Apostel Petrus erklärt den Christen in 1. Petrus 1, Vers 5, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung, die bereitsteht, in der letzten Zeit offenbart zu werden. Seht ihr, hier ist die Kraft Gottes, aber gleichzeitig im Glauben. Es ist die Kraft Gottes, die sogar unseren Glauben erhält, sodass wir diese Rettung erfahren, die er bereitstellt für die letzte Zeit. Es ist Gottes Kraft. Gott gebraucht seine Allmacht, um die Empfänger seiner Liebe auch in der Ewigkeit zu segnen. Und zuletzt die vielfältigen geistlichen Segnungen in Christus. Gott hat alles unter Kontrolle
und er schenkt den Christen nicht unbedingt immer alles, was sie meinen, dass sie gerne hätten, aber er schenkt ihnen doch alles, was sie wirklich benötigen, was sie brauchen und was wirklich zum Guten führt und ihr Heil sicherstellt. Ja, manchmal gebraucht er gerade Dinge, wo wir sagen, das spricht so völlig dagegen. Und im Rückblick merken wir, oh wow, diese Zeit des Leids, des Verlusts, der Sorge und Ängste haben mich Gott so viel näher gebracht, dass es meinen Glauben und auch meine Heiligung so vorangetrieben hat, nicht aus einer falschen Angst, sondern aus einer Dankbarkeit, aus diesem Verständnis heraus, wie nichts mich so halten kann, wie die Liebe Gottes und es mich zu ihm gezogen hat, dass ich sagen kann, oh, selbst das war mir zum Guten nützlich. In der Zuversicht weiß Paulus, dass sogar Leiden und Nöte, Prüfungen nur zu größeren geistlichen Segnungen dienen müssen. Aber auch alle Hilfen, Tröstungen, Stärkungen, die Gott bereithält. Wie oft, dass er unsere Gebete erhört, dass er uns Freude schenkt, dass er uns diesen Frieden gibt, der allen Verstand übersteigt. Darum fasst Paulus es so zusammen, Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Vers 32, er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Mit Christus haben wir die Heilssicherheit, denn in Christus ist alles inbegriffen, was wir zum ewigen Leben brauchen. Nicht nur irgendwie einen Weg, sagen, okay, wenn du dich anstrengst, kannst du es vielleicht schaffen. In Christus haben wir das Heil. Es ist alles mit inbegriffen, von Anfang bis Ende. Er ist unser Heil. In ihm sind wir gesegnet, mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. In 1. Korinther 1 erinnert der Apostel daran, Vers 8 oder Vers 7, daher habt ihr an keiner Gnadengabe Mangel, während ihr das Offenbarwerden unseres Herrn Jesus Christus erwartet, der euch auch festigen wird bis ans Ende, sodass ihr untadelig seid an dem Tag unseres Herrn Jesus Christus, der euch auch, Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid, in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseren Herrn. Also hier haben wir in dieser Zeit, wo wir noch auf die Wiederkunft Christi warten, gibt er uns Gnadengaben, die uns ausrüsten, die uns befähigen, in diesem Leben, im Glauben und in der Heiligung voranzukommen, dass wir einander ermutigen können, einander auferbauen können. Und so festigt Christus uns bis ans Ende. Und das Ganze geht zurück auf die Treue Gottes, der all diese Segnungen gebraucht, um uns im Glauben und in der Heiligung zu bewahren. Dies sind die Mittel, die der Herr gebraucht, um seinen Ratschluss in Liebe zu erfüllen und zu gewährleisten. Wir werden die Heilsgewissheit und die Heilssicherheit niemals in unserer Kraft oder in unserer Leistung finden, aber in der Erkenntnis Gottes und seinen Mitteln, die er in unserem Leben gebraucht, um uns im Glauben und in der Heiligung zu erhalten, bis zum Eingang in die Herrlichkeit. Möge der Herr uns dazu segnen. Amen. Amen. Lass uns beten.